Servus, liebe Leute, heute zu einer weiteren Folge Update-Ideen, wie jeden Tag, wie versprochen. Im Thumbnail seht ihr natürlich immer, um was es geht, und im Titel seht ihr es natürlich auch, aber guckt euch am besten nochmal das Thumbnail an, wenn ihr das Bild noch dazu sehen wollt. Hoffe, es sagt euch zu, sollte auf jeden Fall so sein. Wenn nicht, füge ich es irgendwann nochmal in die Seiten an, wenn es nicht der Fall sein sollte, aber sollte, denke ich mal, passen. Also, heute kommen wir zu einem weiteren Zauber, wie auch in der ersten Folge Update-Ideen. Aber heute geht es nicht um einen Umkehrzauber, sondern eher um einen Schutzzauber, Schildzauber. Und meine Idee wäre gewesen, dass man den speziell gegen Raketen und sowas anwenden kann, denn die sind echt richtig, richtig nervig. Deshalb würde ich sagen, es gibt vielleicht sogar zwei Arten von dem Schutz- oder Schildzauber. Vielleicht kann man das umschreiben, dass der Schutzzauber vielleicht länger hält und der Schildzauber vielleicht kurzfristig hält, dann hätten wir sogar zwei Sachen in einem Video. Wäre aber eigentlich auch in Ordnung. Sollte sogar klar gehen, man weiß es nicht, passt, denke ich. Und was, wir nehmen schon über eine Minute auf. Das kommt mir ein bisschen spanisch vor, aber okay. Naja. Auf jeden Fall ist es folgendermaßen, dass es episch sein wird zwischen, ja, schwierig zu sagen. Ich würde sagen, der Schildzauber kostet 3, weil er kurzfristig hebt. Und der Schutzzauber vielleicht 4 oder 5. Ist noch schwierig zu sagen, denn man hat noch keine genauen Stats im Kopf. Aber mal schauen, ob sich da noch irgendwas machen lässt. Vielleicht rede ich mal mit Supercell, dass sie die machen sollen. Naja, vielleicht wird es es ergeben durch meine Videos. Nicht. Aber okay. Auf jeden Fall wäre der Schutzzauber und der Schildzauber eine coole Idee, finde ich auf jeden Fall richtig, richtig stark. Und ja, was gibt's da noch zu sagen? Ab welcher Arena das freigeschalten wird? Ich würde sagen mal Arena, wann gibt's die Rakete? Schreibt's mal in die Kommentare. Also ab der Arena, wo es die Rakete verfügbar gibt, würde ich's machen. Denn ab da ist es eigentlich erst vonnöten, denn die Rakete ist sowas von nervig. Kann ich euch sagen, die Rakete ist furchtbar. Und vielleicht wird es auch noch was gegen Spawner-Decks geben, aber das vielleicht in der nächsten Folge. Ja, also ich würde sagen, dann war's das für diese Folge, Jungs. Haut mal rein, bis dann. Ciao, ciao. Neue Ideen in die Kommentare. Bis bald. Doar o mână se dă răsprind țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână. Trage buza peste dinți, fraiere, cam avut pize ca aia, deci puie, băi. Te-am văzut la disco, ești mișto, bineînțeles. Căutai putul ce pe GPS. Când ai el la bară, te faci foc și pară. Blocul pentru tine un sap pe verticală. Mergi la sală ca un prost fără rost. Un copos nu știe că-mi brac un prost. Când lași geamul jos, băi, ai grijă ce zici, că te zbor din extinție.